Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns hier immer noch auf Tortoik, der Insel. Wir sind aber soweit hier fertig und sind jetzt kurz vor der Abfahrt. Ich habe ein bisschen das Inventar mal aufgeräumt und ja, hier haben wir noch ein paar Sachen auf jeden Fall zu verkaufen und ich würde sagen, wir machen auch mal endlich diese Kartenpakete auf. Ja, welche legendären Karten haben wir denn schon? Können wir hier eigentlich direkt mal gucken. Thurain ist die einzige, die wir schon haben. Deswegen würde ich dann gucken, dass wir hier vielleicht zwei nehmen, die wir noch nicht haben. König Thurain haben wir zum Beispiel auch noch nicht. Wir haben ja nur die normale hier. Ich würde aber vielleicht mal jemanden anderen auswählen. Ja, nehmen wir mal hier Shandy vielleicht. So, damit hätten wir dann schon wieder zwei extra Karten. Gute Lehrmeister, bekommen sogar einen Erfolg dafür. Und ja, wir sollten uns vielleicht auch mal mit den Gravureffekten nochmal auseinandersetzen. Da haben wir ja gesagt, dass wir uns auf Groll so ein bisschen spezialisieren wollen, um mehr Schaden zu machen. Ja, wir machen damit mehr Schaden an Boss- oder höherrangigen Monstern. Erlittener Schaden erhöht sich dadurch halt eben auch um 20%. Ja, da müssen wir mal gucken. Da brauchen wir jetzt seltene Groll-Gravuranleitungen. Lass uns die mal holen. Und ja, einen Klassenbonus würde ich dann halt auch noch ganz gerne nehmen. Da würde ich mich hier auf die Technik des Berserkers konzentrieren. Das erhöht unseren Crit-Schaden während des Berstens, also wenn wir die Fähigkeit hier aktiviert haben. Die andere ist zwar auch ganz cool, aber da muss man dann immer mit relativ wenig Gesundheit rumlaufen. Und das finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Deswegen würde ich hier mich auf die Technik des Berserkers verlassen. So, wir haben hier ja ein paar. Dann lass uns mal gucken. Das sind Gravuranleitungen klassenexklusiv. Dann nehmen wir mal ein paar auf. Und hier haben wir auch nochmal welche. Die sind allerdings auch klassenexklusiv. Was hatten wir denn hier noch? Da haben wir dann auch ein paar. Da wollen wir welche für Groll aktivieren. Lass uns die mal öffnen. Und da können wir sie auch schon auswählen. Jetzt suchen wir mal nach der Groll-Gravuranleitung. Okay, habe ich sie übersehen? Fangen wir mal oben an. Da ist sie. 10-mal öffnen. Und ja, jetzt müssen wir halt die Bücher nochmal lesen, das nützt nichts. Wollen wir mal schauen, ob die hier erhöht wird. Da genau, wir haben 3 gelesen. Da haben wir den 4. Und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schade, dass wir hier die einzeln anwählen müssen. Und dann gucken wir uns gleich mal die Veränderung an. Also wir müssten das ja 2-mal ausrüsten, damit wir auf mindestens 5 Punkte kommen. Damit überhaupt hier die Stufe 1 dann mit 5 Adern aktiv wird. Und wir öffnen nochmal 10. Und mal sehen, wie es gleich aussieht, wenn wir hier die 20 wieder voll haben, ob sich das dann verändert. Ja, das gehört halt leider auch dazu, dass man hier ein bisschen natürlich sich mit der Klasse und den Fähigkeiten beschäftigen muss, wobei die Gravurboni natürlich für alle Klassen nachher freigeschaltet ist. Und ja, ich habe mich da ein bisschen mit Videos schlau gemacht. Groll soll eine ganz gute Fähigkeit sein. Wird von den meisten genutzt, um einfach Schaden rauszuhauen. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auch einfach mal darauf. Was viele Stimmen sagen, kann nicht ganz so verkehrt sein. Und ja, da kriegen wir dann schon 6 Punkte. So, das reicht also, wenn wir hier eine jetzt drin haben. Sollte zumindest ausreichen.
Genau, die eine wollen wir drin haben. Stufe 1 Effekt von Groll Gravur angewendet. Das ist schon mal ganz nice. Und ja, jetzt bräuchten wir epische Groll Gravur Anleitungen, damit wir das hier weiter erhöhen können. Die haben wir natürlich nicht. So, hier wollen wir uns auf die Technik des Berserkers konzentrieren und auch hier öffnen wir natürlich dann die Bücher. Ja, das dauert dann auch nochmal seinen Moment. Aber sobald wir die freigeschaltet haben, ja, können wir eigentlich gar nichts damit anfangen, denn auch hier ist es natürlich so, dass erst ab 5a dann die Stufe 1 aktiviert wird. Das heißt, wir müssten die auch nochmal irgendwie erhöhen. Da müssen wir dann gleich nochmal ins Lager gucken, ob wir da vielleicht nochmal blaue Gravuranleitungen für klassenexklusive Gravuren haben. Ich aktiviere jetzt erstmal die, damit wir die überhaupt freischalten. Gleich haben wir es. So, damit hätten wir dann die Gravur schon mal freigeschaltet. Technik des Berserkers. So, und dann schauen wir mal. Die können wir erstmal wieder weglegen. Das sind Kampfgravuren. Und klassenexklusive müssten dann hier mit drin sein. Das heißt, auch hier öffnen wir 10 von der Technik des Berserkers, sowie nochmal 10, damit wir hier auch die Gravur erhöhen können. Und ja, jetzt lesen wir uns nochmal schlau mit 20 Büchern. Ja gut, das hätten sie irgendwie anders machen können. Dass sie zumindest decken und man kann alle mit Alt-Rechtsklick dann auswählen und einmal hinzufügen. Das ist ja bei anderen Sachen ja auch möglich. So, hier haben wir nämlich die Klassenboni schon freigeschaltet, genau. War gerade verwundert, dass sie jetzt die Plätze getauscht haben, aber wahrscheinlich, weil wir den aktiviert haben und der andere ist noch gar nicht entdeckt. Ja, fragt mich nicht, woher man solche Kisten sonst bekommt. Also anfangs werdet ihr diese durch Questbelohnungen bekommen. Wenn man sich im Endgame nachher dazu entscheiden sollte, doch eine andere Gravur zu laufen. Da kann ich euch noch nicht genau sagen, wo ihr die herbekommt, weil wir das Endgame noch nicht mal erreicht haben. Da kommen wir erst noch hin. Also, ja, würde ich dann vielleicht nochmal nachliefern später. So, liebe Leute, und da haben wir dann auch schon die zweite Stufe freigeschaltet. Und schaut mal, jetzt haben wir zwei Gravuren hier. Wir könnten natürlich auch zweimal einfach Groll aktivieren und kommen dann 6 plus 6 auf 10, also auf 12 Adern. Das würde hier der Stufe 2 entsprechen, plus 10% Schaden an Boss oder höherrangigen Monstern. Ich glaube, das würde ich erstmal vielleicht sogar bevorzugen, weil wir momentan noch nicht ganz so oft in diesem Bärszustand kämpfen. Genau, deswegen haben wir dann jetzt hier schon mal die Stufe 2 auf jeden Fall aktiviert. So, dann lass uns hier die Kiste nochmal ablegen. Und die restlichen Sachen, ja, die lassen wir dann erstmal hier, würde ich sagen. Mit den Steinen müssen wir uns dann auch nochmal auseinandersetzen. Ich würde hier ganz fix mal einmal diese Sachen hier noch verkaufen. Da bekommen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Silber für. Und dann lass uns mal mit dem Schiff in die Weite der Meere losziehen. Meer von Gina. Du wirst wertvolle, beim Segeln verdiente Gegenstände verlieren, wenn dein Inventar voll ist. Sorge immer dafür, dass du genügend Platz in deiner Tasche hast. Och, wie gut, dass wir gerade aufgeräumt haben.
Aber so voll war es jetzt nicht. Also da hätten wir noch ein bisschen Platz gehabt. So, wir bekommen eine neue Anmeldebelohnung, Schiffsverstärkung. Das trifft sich ja auch gut. Solche kleinen Dinger leben in Portoy. Genau. Ich fühle mich wie ein Riese. Mhm. Unterwegs mit dir sehe ich immer so viele neue Dinge, Captain. Das ist schön. Ja, lass uns mal die Segel setzen. Und dann müssen wir natürlich mal schauen, wo wir jetzt hin sollen. Durch Arkesia segeln. Hier ist der blaue Questmarker, das heißt, wir sollen auf den Kontinent Annika. Erhöht sich das Tempo deines Schiffes und die Reise durch gefährliche Gewässer fällt leichter. Bestimmte Matrosen besitzen besondere Schiffsfähigkeiten, die beim Segeln sehr nützlich sein können. Sie sind äußerst selten, aber es lohnt sich, sie anzuheuern. Genau, so viele Matrosen haben wir noch nicht. Lass uns weitersegeln. Unser nächster Halt ist ganz in der Nähe. Annika. Hast du schon von Annika gehört? Ja, auf Tortoise haben wir da schon ein wenig von gehört. Es ist ein beschauliches und anmutiges Land im Osten Arkesias. Viele nennen es das Land der heiligen Bestie. Setzen wir die Segel. Auf nach Annika. Ja, dann mal los. So, wir behalten die Karte im Auge, damit wir auch richtig fahren. So, auch hier können wir natürlich das automatische Segeln aktivieren mit T, genauso wie das Laufen. Ja, ich würde alle kleinen Inseln erstmal auslassen, bis wir das Endlevel dann vielleicht mal erreicht haben. Guck mal, hier ist ein reisendes Handelsschiff noch. Sehr schön. Ja, hier bekommen wir die Anmelde-Event-Belohnung. Da können wir dann vielleicht auch gleich mal reinschauen, was wir da bekommen haben. Du kannst alle folgenden Gegenstände erhalten. Ruhendel, Schiffsauswertung, seltenes Schiffs... Nehmen wir mal mit. Ja, und hier normale Schiffsteile und sowas. Ja, öffnen wir das doch mal. Und was ist hier drin? Ja, ein paar Handwerksgegenstände, wie es scheint. Achso, hier können wir auswählen, was wir haben wollen. Das würde ich dann persönlich vielleicht erstmal wieder auf dem Lager erstmal lassen, bis wir wissen, was wir gebrauchen können. So, und dann legen wir mal an. Wir sind angekommen und bewegen uns dann mal auf den Dock zu. Die Hafenstadt Shanghun. Okay, ich ahne ein asiatisches Setting. Ja, das sieht ganz danach aus. Ich kenn's ja schon. Zeit, die Segel zu setzen. So, wir sind angekommen und wir sprechen hier mal direkt mit Nana. Willkommen in Shanghun. Bitte lies das. Das Turnier geht zum ersten Mal nach 5 Jahren bald wieder los. Es ist ein Fest. Danke für die Aufmerksamkeit. Bleib sofort stehen! Vielleicht weiß Jinbang es. Wenn immer ich alles, woran ich denken kann, ist das Turnier. Ja, wir sollen hier mit Dorfbewohnern sprechen, die vielleicht Hinweise auf die Arche haben, auf dem Kontinent hier. Gibt es vielleicht einen Rabatt? Ach komm, wir verdienen ja sowieso schon kaum etwas hier. Noch immer. Lies die Turnierwerbung, das können wir natürlich auch nochmal machen. Nach 5 Jahren findet das Turnier wieder statt. Gunga, Sieger des letzten Turniers, Meister und Gestaltwandler Gildal, großer Chefkoch des Gasthauses von Shanghun Manfo, ein großes Spektakel. 15 Tage voller Wettkämpfe, wer besiegt Annikas größten Kämpfer und wer das erste Schwert von Shanghun? Annikas größter Kampfkunstfestival steht kurz bevor. Anmeldungen im Goldfischhaus. Vielen Dank an unsere Sponsoren, das Turniermanagement-Komitee. Ja, schließen wir mal ab. Und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin sollen. Hier oben, da sind noch ein paar Dorfbewohner.
mit dem wir sprechen können. Ich trainiere mit dem Yan-Clan und werde... Der Großmeister des Yan-Clans, oder? Archer? Was ist das? Jinbang liebt Legenden. Je seltsamer, desto besser. Willkommen. Welche Familie ist deiner Meinung nach stärker? Die der Jeons oder die der Jeoks? Wir Jeons, nicht wahr? Unseretwegen konnte Sternbote Sien das Herz der Höllenbrut versiegeln. Der aktuelle Großmeister ist ebenfalls ein Jeon. Die Jeoks hingegen haben überhaupt nichts vollbracht. Ein Haufen Niemande, der uns nicht das Wasser reichen kann. So, dann können wir mit dem anderen sprechen. Ha, wenn dir ein Außenstehender zuhört, könnte er glauben, dass deine Familie die Helmbrut ganz alleine versiegelt hat. Wir Jeoks kämpfen auch an der Seite des Sternboten Sien. Tatsächlich weiß jeder, dass wir uns um die Augen der Höllenbrut gekümmert haben. Und selbst wenn der letzte Großmeister ein Jeon ist, haben wir Jeoks den letzten 5 Jahrhunderten mehr Großmeister hervorgebracht als die Jeons. Unser Anführer Sahun hat die geheime Technik unserer Familie gemeistert. Er kann hinauf in den Himmel fliegen und Felsen zerschlagen. Natürlich sind wir Jeoks stärker. Wir können jetzt mit einem hier wahrscheinlich sprechen. Sprechen wir mal mit Ruwan. Natürlich, wir Jeoks sind stärker, keine Frage. Wir werden dieses Turnier sicherlich auch gewinnen. Okay, da hatten wir die Wahl. So, und mit Yingbang können wir auch nochmal sprechen. Sei doch bitte so lieb und hol mir meine Medizin, ja? Ich sehe nicht besonders gut. Ich habe sie irgendwo verloren, aber... Ja, schauen wir mal. Heb das Heilmittel vom Boden auf. Du bist netter als die meisten jungen Leute. Was führt dich hierher? Die Arche. Die Arche? Meine Mutter hat mir einmal davon erzählt. Vor langer Zeit halten die Sternboten die Archen unter sich auf. Danach zerstreuten sie sich in alle vier Himmelsrichtungen. Nur Sien kam nach Annika. Als Sternbote muss Sien seine Arche mit sich genommen und hierher gebracht haben. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut wie früher. Warum sprichst du nicht mit Pahan, dem Oberhaupt der Jeon-Familie? Bestimmt befindet er sich im Regierungsbüro. So, hier können wir ja mal reinschauen. Ein Glücksbeutel. Uninteressant. Du kannst dich gern an den Speisen und Getränken. Was haben wir denn hier unten? Umtauschprüfungsarena. Okay, da können wir was umtauschen. Schauen wir mal kurz. Okay, Münzen des Mutes würden wir brauchen. Die haben wir natürlich nicht. So, hier können wir vielleicht schon mal unsere Beziehung ein wenig verbessern. Mit ein wenig reden. Und das Lied der Resonanz haben wir leider nicht. Haben wir ein Geschenk? Auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, aktivieren wir hier oben den Triporter nochmal. Und ich hatte offscreen nochmal ein wenig im Store gestöbert. Wir haben ja ein paar Marken hier und ich bin drauf gestoßen und hatte mir die Reittiere mal angeschaut, was es hier so gab. Und hier gibt es zum Beispiel eine Auswahltruhe mit einem Geisterpferd und es gibt aber auch ein ganzes Paket dazu. Das Spezialpaket Omen, also das können wir uns auf jeden Fall leisten. Ich würde sagen, wir leisten uns das auch einfach mal. Sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus hier. Also wenn das keine coole Rüstung ist, weiß ich auch nicht. hier sehen wir das Geisterpferd. Und hier die Rüstung. Ich glaube, das haben sie ein bisschen geändert. So, dass man das Ganze jetzt mal besser sehen kann. Ja, wir können uns hier natürlich die anderen Sachen auch nochmal angucken. Also man kann die Sachen auch einzeln kaufen, aber wie ihr seht, macht das schon Sinn, sich vielleicht das ganze Paket zu gönnen. Da kommt man einfach mit diesen Münzen hier günstiger.
So, wir holen uns das mal ab, beanspruchen das und haben hiermit ein Special Omen Paket. Ja, müssen wir mal schauen. Wir haben ja hier eigentlich eine tolle Rüstung mit Torus. Deswegen würde ich jetzt hier mit dem nicht das Ganze öffnen, sondern das vielleicht für einen anderen Charakter vielleicht aufbewahren. Aber wir können auf jeden Fall hier den Hintergrund aktivieren. Damit kriegen wir dann zumindest in der Charakterauswahl nochmal einen anderen Hintergrund. Und hier könnten wir uns dann nochmal einen Gegenstand auswählen. Ja, was meint ihr? Sollen wir hier mal das Schwarze nehmen? Ich finde Schwarz oder Weiß ist eigentlich mal ganz cool. Nehmen wir mal das Schwarze. Können wir mal direkt aus. Können wir direkt mal schauen, wie das aussieht. Wo haben wir hier die Reittiere? Da sind sie. Das ist das Verderbnisreittier. Ja, das sieht doch nett aus. Könnten wir sogar mit unserem Charakter reiten. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus mit der Rüstung. Ja, ich würde sagen, wir bleiben aber hier bei unserem Wolf. Der sieht immer noch ganz cool aus. Ja, ich wollte einfach mit euch zusammen mal in das Paket reinschauen. So, Kartenkatalog können wir auch nochmal öffnen. Ja, da haben wir jetzt hier noch weitere legendäre Karten dazu bekommen. Hatten wir ja zusammen geöffnet. Und ja, jetzt sollen wir mit Pahan, dem Oberhaupt der Jeon-Familie, sprechen. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.